Schon wieder Karneval oder was? Schon wieder Karneval. Ja, wir haben uns einfach mal gedacht, wir kleiden uns passend zum Bourbon, wenn wir schon mal einen Bourbon trinken. Unser erster Bourbon? Ja, wir vor der Kamera, ja. Wir hatten schon mal einen, nur als Podcast, den Woodford Reserve Double Oaked. Ein sehr beliebter und bekannter und auch ein bisschen hochpreisiger Bourbon. Und der hier, Warte mal, warte mal. Ist die Flasche zu? die ist noch zu. Ist krass, Das ne? ist ja eine Premiere jetzt hier für mich. Du bringst ja sonst immer Ja. schon fast Bottle Kills mit. Sonst bringe ich immer Whiskys mit, die ich schon kenne, quasi. Darf ich den aufmachen? Ja, wenn du willst. Kannst du ja in der Zeit schon was erzählen? Ich schütte schon mal was ein. Wie geht das denn auf, wieder Ding? Das ist kein Schraubverschluss. Ah, okay. Ja gut, ich hab's jetzt nochmal Ist doch geändert. Schraubverschluss? Wusste ich So, gar nicht. mein Freund. Was ist das denn? Der hat einen Schraubverschluss. Okay, aber du musst zumindest die Lasche öffnen. Der hat einen Schraubverschluss. Okay. Ja, er war auch nicht so teuer. Wir haben nämlich heute den Evan Williams Bottled in Bund, in Bond. Bottled in Bond. Since 1783. Aus 100 Proof, was gegründet, heißt ne? 100 Proof? 100 Proof, yo, das ist erstmal, wenn unter einem Bourbon Bottled in Bond steht, wie hier, das quasi, kannst du das Qualitätsmerkmal schon sehen, das mögen Liebhaber. Das bedeutet nämlich unter anderem, dass das mit 50 Volumenprozenten abgefüllt wurde, das Ganze. Also in 100 Proof. In Amerika spricht man nicht von Alkoholvolumenprozenten, sondern in Proof. Das ist da die Also 100 Stellung. Proof gleich 50%. Genau, einfach mal zwei. Genau, gab es auch früher in Schottland, Proof, diesen Ausdruck. Da ist der Umrechnungskurs aber anders. In Amerika ist einfach mal zwei, ganz einfach. Schön, das sieht nach einer. Weißt du, woran mich die Flasche erinnert? An den ganz normalen Jim Beam White Label. Genau, sieht ganz Ist normal krass, aus, ne? als wenn du im Markauf oder im Supermarkt. Ja. Sieht so aus, als wenn du einfach im Supermarkt Ja, kaufst, ne? finde ich auch. Das Moped Ich habe ihn hier. mir neulich mal geholt, dachte, den teste ich mal aus. Der war jetzt nicht so teuer. Ich weiß es nicht, 25 Euro vielleicht. Also ist jetzt kein Jim Beam White Label Plörre, sondern wird schon hochwertiger sein. Vor allem mit 50 Volumenprozenten. Das Der wird wird schon was können. Ne? und mit Schraubverschluss. Ja, Du Amateur. das wundert mich wiederum. Kaufst hier Sachen und weißt nicht mal, wie die verschlossen werden. Was mich auch Das ist wundert, das Wichtigste hier. Evan Williams übrigens ist in Amerika selber die zweitmeist betrunkene Destille. Das heißt, entweder muss Jack Daniels oder Jim Beam dahinter sein. Ach, krass. Krass, ne? Hier ist total unbekannt. Du wahrscheinlich noch nie von gehört vorher, oder? Nee, noch nie gehört. Tja. Schön, schön. Ja, und haben wir amerikanischen, hier mit unseren amerikanischen Büffel-Outfits. Genau, richtig in Schale geworfen heute. Muss ich noch irgendwas erwähnen? Ich glaube nicht. Nee, nicht mal. Genau, der ist Minimum 4 Jahre alt. Auch das ist Qualitätsmerkmal für Bottled in Bond. Was bedeutet das? Bourbon reicht nämlich schon 2 Jahre, dann ist ja schon Bourbon. Ah, Nicht gut. wie beim Scotch, das ist ja 3 Jahre. In Amerika reichen 2 Jahre. Und in Amerika grundlegend als Anfänger zur Information, ist es ja wesentlich wärmer, vor allem in Kentucky, weil es ist ja ein Kentucky Straight Bourbon. Es ist ja immer warm da unten. Und deswegen reift der Whisky auch viel, 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 viel schneller als in Schottland, wo es so kalt ist das ganze Jahr über. Ne? So, und deswegen sind 4 Jahre in Amerika mehr wert oder reift dadurch schneller als in Schottland. Deswegen ist 4 Jahre gar nicht so wenig. Ist schon ein ganz gutes Alter für einen Bourbon. So, wir riechen mal rein. Oh. Also entweder liegt es an denen, die wir davor hatten, das war nämlich eine Fassstärke. Aber der riecht für mich immer so richtig gar nicht nach 50%. Und das für einen Bourbon. Der riecht richtig süß. Karamell hat er. Richtig viel Karamell. Ich meine, Der das ist ist, jetzt nicht so besonders für einen Bourbon, ich finde aber den richtig geil in der Nase. ich finde auch richtig gut. Krass. Also, ich habe da schon mehrere Bourbons getrunken, aber ich war nie so der Bourbon-Fan. Ich habe immer eine Flasche offen. Ne? Meine alte Flasche war jetzt leer, habe ich mir den geholt. Deswegen heute neu mit dir geöffnet. Extra natürlich gewartet fürs Video. Und das ist jetzt quasi eine Flasche, die mich lange begleiten wird.
Und ich hatte schon mehrere Bourbons, die mir nicht so gefallen haben. Und der hier, der ist schön leicht, locker weg. Und ich habe auch kaum eine Klebstoffnote. Was sie sonst ja haben, ne? Ja, oftmals gerne mal, Bourbon, weil das ja frische Fässer sind, ne? Genau, hast du mir ja schon mal erklärt. Mhm. Ich versuche ja mal ein bisschen was aufzuschnappen. Manchmal bleibt was hängen und ja. Dann will ich hier glänzen, mein Wissen. Gut, der riecht, ich bin gerade richtig begeistert. Die Sommersaison steht vor der Tür, der Frühling ist da. So riecht er auch. Und genau, gerade im Sommer macht Bourbon einfach Bock. Dann kann man den auch mal gerne in Tumbler trinken. Meinetwegen auch mit einem Eiswürfel, der nicht so viel Wasser abgibt. On the rocks. Genau. Kann man mal machen. Oh, der gefällt mir richtig gut, nicht? Also ja, man hat minimal diese Klebstoffnote, ja. Die gehört aber einfach dazu beim Bourbon. Das ist nun mal so. Aber ich habe hier auch Früchte. Ja, schwer zu beschreiben, ne? Ich habe erstmal eine Kräutrigkeit, logischerweise, die da ist. Ich habe eine helle Frucht. Helle? Okay, krass. Ich wäre jetzt eher bei einer dunklen gewesen. Was meinst du denn mit hell? So Apfelbirne-mäßig oder was? Birne-mäßig. Krass. Die kriege ich nicht so. Das ist bei mir wesentlich dunkler. Das ist schon so fast bierig. Aber so kräutrig, das ist auch richtig. Ist auch so eine Kräuternote, wenn der gesund wäre. Ja. Oder? Das ist auch kaum Alkohol, also, obwohl der 50% hat. Ich bin gerade richtig positiv überrascht. Cool. Also ich könnte mir vorstellen, also dass geil, das... richtig geil in der Nase, richtig geil. Aber bevor ich das sage, probieren wir erstmal, wie gesagt. Was sagt man in Amerika? Skull? Lunge? Ist das dein Ernst? Lunge? Pro? warte. Cheers. Sorry, mate. Mate sagt man auch nicht in Amerika. Ja, in Schottland. Ich bin aus Schottland. Schottland. Ja. In Schottland. Gut, so, cheers. Lass mich doch mal glänzen hier. Mein Fachvokabular. Oh, da schmeckt's den Alkohol. Nase, Geschmack, ganz unterschiedlich, ne? Gegensätzlich. Jetzt schmeckt er irgendwie künstlich. Kommt die Acetonnote durch. Total. Künstlich, ne? Ja, dieses Klebstoffähnliche. Das war ich überhaupt nicht mehr. Und die 50% sind da. Ich ihn echt überhaupt nicht mehr. Dass der in der Nase so zurückhaltend ist. Mal gucken, ich bin gespannt, ob der sich im Nase späteren Verlauf die Flasche leerer ist, ob der in der Nase mehr aufmacht. Boah, die Nase ist so schön. Die Nase ist echt mega leicht und so. Ich wollte eigentlich, deswegen habe ich gesagt, das erstmal probieren. Ich wollte eigentlich sagen nach der Nase, dass ich nicht glaube, dass Leute, die schon Bourbon erfahren sind, den wirklich schätzen, weil dir den zu langweilig ist. Und wir als Einsteiger mögen den deswegen halt, weil der leichter ist. Also. Aber im Geschmack ist er ja dann wiederum ganz anders. Da Geschmack ist ja wieder extremer, ne? Mhm. Boah, der Nase riecht ja so schön locker, leicht, fruchtig, für mich immer noch fruchtig. Leichte Kräuter, die habe ich auch. Ich finde ihn jetzt nicht total scheiße im Geschmack. Das nicht. Nur man erwartet das einfach nicht nach der Nase. Da hat man fast florale Noten schon gehabt in der Nase. Und jetzt kommt dann wirklich mehr so dieses frische Fass mit den Kräuternoten durch. Wie gesagt. So ist richtig so Thymian ähnlich so, ne? Irgendwie in diese Richtung. Keine frischen Kräuter. Ja, der Koriander schmeckt noch anders. Ja, das ist schwierig, ne? Ich bin jetzt auch nicht so der Kräuterexperte. Nee. Auf jeden Fall mehr so würzigere, dunklere Kräuter und nicht so frische. Ja, also Nase top, Mund flop für mich. Ich finde ihn nicht geil. Ich finde, der schmeckt einfach nur künstlich. Da schmecke ich keine. Ich schmecke da keine Frucht raus. Ich schmecke eine leichte Holzigkeit, aber ganz, ganz leicht nur. Aber auch kein Rauch. Der kann irgendwie nicht gebietet sein. Bourbon hat es auch eigentlich nie gebietet. Ja, ist ja gut. Eigentlich bin ich ja richtig. Eigentlich hast du auch nie einen Sherry-Finish. Gibt ein paar fancy Abfüllungen, die machen das. Oder Abfüller, die machen das. Aber generell ist Bourbon einfach nur ein bourbon-gereifter Whisky. Ohne Schnickschnack. Deswegen hat man auch immer so Vanille- und Karamellnoten im Vordergrund beim Bourbon grundsätzlich. Hast du irgendwo, kriegst du es bei so gut wie jedem Bourbon auch.
Ja. Will ich nicht trinken. Schmeckt mir nicht. Nee, mir schmeckt er. Aber er ist halt einfach gegensätzlich im Vergleich zum Geschmack, zur Nase. Nase war geil. Jetzt Mund scheiße. Okay. Ja, ich finde ihn cool. Also ich werde da noch viel Spaß mit haben. Also bei mir ist Bourbon auch immer so eine Wundertüte. Es gibt viele Bourbon, wo ich denke, so den musst du jetzt haben. Der hat schon so viele Blind Tastings gewonnen. Alle Bourbon-Experten machen dafür Werbung. Dann. Was war einer davon, der für den viel Werbung gemacht wurde? Nee, nicht wirklich. Aber er ist schon eine Marke. Kennt man schon. Da gibt es auch verschiedene Abfüllungen von. Jedenfalls, ich wollte unbedingt Bottle in Bond haben, damit ich nicht so einen richtig billigen habe. Hat Evan Williams auch so einen ganz günstigen mit einem schwarzen Label. Aber es gibt eben auch Abfüllungen, die so Klassiker sind, mit denen ich bislang noch nicht so gut klargekommen bin. Und dann gibt es wiederum Abfüllungen, die sind auch günstig, mit denen komme ich besser klar. Gut. Und mit dem hier komme ich auch gut klar. Dann wirst du mit dem ja noch alleine sehr viel Spaß haben. Ja, das wird ein cooler Sommer mit dem. Ohne mich. Alles klar. Gut, haben wir's. Haben wir's. It's a wrap. Du weißt wenig, was das heißt, ne? Nee. Okay. Tschüss. Tschüss. Das ist so rad.